Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich bin's Kalle Orca und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Formates Anspielung. Die erste Episode ist ja richtig gut bei euch angekommen. Angefangen in Episode 245, die Kampfspielfalle 1. Dort sehen wir Conan, Sonoko und Ran, damals noch Jodie Starling, getarnt als Englischlehrerin in einer Spielhalle. Sie haben ein Spiel gespielt, das heißt Great Fighter Spirit, und ja, wer hätte es gedacht, das Spiel ist eine Anspielung auf das reale Beat'em Up, nämlich Street Fighter von Capcom. Alle so, die aus dem Jahrgang 90 kommen, die wissen, Street Fighter ist ein Muss, egal ob man es gespielt haben muss, da gibt es ja zig Teile von, auf PS2, es gibt auf Xbox, auf PS4 gibt es einen Teil, auf PC gibt es Teile, aber was auch noch geil ist, es kam eine Serie raus und diverse Filme. Hierbei muss man aber sagen, die Anfangsfilme waren so ein bisschen scheiße schon. Ein Film, den ich mir vor einer Woche angeguckt habe, war Street Fighter Assassin's Fist. Auch ein bisschen low-budget-mäßig, aber der hat es verdammt in sich. Richtig guter Film, ging knapp 2,5 Stunden, empfehle ich euch alle. Die nächste Episode 342 mit dem Titel Die Braut von Hui Ten Bosch ist eine Art Filler-Folge. Hier ist es eine Art, ja, Schauplatz, den es auch in der realen Welt gibt, nämlich ein Freizeitpark in der Präfektur Nagasaki. Ist so eine Art Erholungsort, und dieser Erholungsort wurde praktisch, ja, aus dem 17. Jahrhundert nachgebaut. Das ist eine niederländische Stadt. Eine richtig geile Sache, und dort gibt es auch noch so einen Brunnen. Und der Brunnen, ja, da erzählen sich verschiedene Leute die Legende von Aphrodite und Psyche. Eine relativ nice Sache, aber in erster Linie ist es, wie gesagt, ein Erholungsort. Dort möchte ich unbedingt auch mal hin. Und man sieht sogar in der Episode sogar einzelne richtige Fotografien 1:1 aus der realen Welt. Richtig nice Sache, und gerade so eine Anspielung auf reelle Orte feiere ich mega hart. Da siehst du auch wirklich, wie detailgetreu das ist, ja, wie detailliert das gezeichnet worden ist, da wurde sich richtig Mühe gemacht. Nächste Episode 360, dort wieder eine Filler-Folge, und zwar ein wunderbarer Nashornkäfer im Frühling. Ja, die Nashornkäfer, wir wissen ja, in Japan ist es ein beliebtes Geschäft, dort gibt es sogar eine Zucht, ja, die werden zu hohen Preisen verkauft, man glaubt es nicht. Worauf ich aber anspielen will, es gibt nämlich auch den 13. Detektiv Conan Kinofilm, und zwar der Nachtschwarze Verfolger, und dort haben diese Nashornkäfer, auch bekannt als Hirschkäfer, ja, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn die englische Bezeichnung steht ja als Beetle hier im Duden, ja, auch bei Google Übersetzer, und dort im 13. Kinofilm wird dahin, ja, ein Zusammenhang von der englischen Bezeichnung Beetle, also den Käfern, zu der britischen Rockband The Beatles hergestellt. Eine richtig nice Sache, ist vielleicht sogar ein kleiner lustiger Wortwitz. Weiter geht's, Episode 396 mit dem Titel Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen. Einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, das waren mehrere, ich glaube es waren Dreiteiler. Und hier wird nämlich ein Schwert erwähnt, das heißt Kusanagi no Tsurugi. Hier ist praktisch die Rede von einem Grasschneideschwert. Ja, es trägt den Namen der legendäre Krieger, den ich noch nicht kannte, Yamato Takeru, das brennende Gras um sich herum mit diesem Schwert zerschnitt. Ja, und somit konnte er also das Feuer löschen. Eine relativ nice Sache, und ich mag es generell immer, wenn irgendwelche Mythen über irgendwelche Gegenstände, vor allen Dingen über Schwertern stehen. Und laut einer Legende hat es sogar der Mondgott Susano benutzt, um die achtköpfige Schlange zu töten, meine lieben Leute. Das heißt, wir haben hier sogar noch ein bisschen japanische Geschichte eingebaut. Zu guter Letzt, Anspielung Nummer 5 in der Episode 566, der Komplize Santa. Hier haben wir einen kleinen Jungen, den seht ihr auch, den trägt Conan auf dem Rücken. Ja, denkt da, das ist nämlich kein Junge, sondern ein Mädchen. Conan hat ein bisschen länger gebraucht, um das herauszufinden. Ich hätte es eigentlich nie gedacht, dass es ein Mädchen ist. Ran hat sofort gesehen, und ja, das Kind nennt sich halt selbst Santa, da es ein großer Fan von Santa Claus ist und selbst gerne Sachen verschenkt. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Nicht nur mal haben wollen, ja, sondern auch geben, geben, geben. Eine relativ coole Sache. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen. Irgendwas Cooles. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, über eure Resonanzen. Ich habe mir letztens eine Unterhaltung von euch angeguckt. Unter der Wunschtheorie, das war ja richtig nice, einfach gelesen, alle sind sachlich geblieben, keiner war da aggressiv oder sonst was, so lobe ich mir das, Leute, extrem nice. Bald kommt noch so eine Art kleines Special, das möchte ich aber noch mal irgendwann ein bisschen expliziter erwähnen, das möchte ich jetzt einfach hier nur anschneiden. Und morgen, meine lieben Leute, kommt das neue Kapitel raus, nämlich Kapitel 991, ich erinnere daran, dass Heiji ja noch seine Kendo-Rache will, ja.
Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Akai.